Hallo, ich bin's mal wieder. Ich wollte mich bei euch bedanken, bei allen diesen Abonnenten, die ich jetzt dazu bekommen habe. Es sind jetzt 40 oder 42, habe ich jetzt gezählt gehabt, und ich bin total happy drüber. Es freut mich tierisch, dass es wirklich so viele sind. Und ich weiß nicht, es geht langsam voran. Ich freue mich auch, wenn der Ton immer noch total mies bei mir ist. Aber ich denke mal, das wird sich irgendwann mal noch ändern. Ich hoffe es zumindest. Ich wollte irgendwas sagen, ich habe es total vergessen. Ich bin eigentlich sehr schlecht in Improvisieren. Jetzt habe ich es aber. Bin ich sehr schlecht drin. Aber, und ich bin auch sehr hipplich, wie man sehen kann, aber ich freue mich trotzdem mega drüber, dass es 40 Abonnenten sind und also 42. Und ich freue mich über jeden Kommentar, den ich kriege. Auch wenn ich nicht mehr gleich zurückschreibe, ist nicht böse gemeint. Aber manchmal bekomme ich die so mittendrin und dann bin ich meistens unterwegs und dann sehe ich sie zwar, aber ich kann nicht antworten, weil es geht über mein Handy nicht so, wie ich das möchte. Ja, aber trotzdem fühlt euch alle mal total gedrückt von mir und ich bin ja total baff, dass es überhaupt so funktioniert hat. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals mal 40 Abonnenten haben werde, echt nicht. Huch, bin weggerutscht. Ich hätte gedacht, das wird irgendwann mal total in die Hose gehen bei mir. Allein schon, weil ich nicht so ein Gamer-Pro bin, wie die meisten das sind. Ich bin ja eher so ein kleiner Noob. In vielen Hinsichten. Ich bin Noob, wenn es ums Aufnehmen geht. Ich meine, ich weiß bis heute nicht, wie ich mit der PlayStation 3 aufnehmen kann. Aber, ja doch, ich weiß mittlerweile. Ich brauche einen Adapter für meinen Adapter, weil ich habe einen Adapter. Den habe ich schon bereits auf mein Ava-Media angeschlossen gehabt, aber es funktioniert nicht. Also brauche ich für meinen Adapter noch einen Adapter, damit das dann funktioniert. Nur habe ich bis jetzt noch keine Spiele, die ich aufnehmen könnte. Ich habe mehr Xbox 360 und One-Spiele, als dass ich PlayStation 3 Spiele habe. Und ja, aber ich denke mal, es kommt noch alles dazu. Und ja, bis jetzt habe ich, glaube ich, nur GTA 5. Spiele ich aber so selten, weil ich habe es einmal online versucht. Das war der pure Reinfall, ich bin ständig umgebracht worden. Dann Final Fantasy, ich bin totaler Final Fantasy Fan. Und Assassin's Creed Teile. Nicht alle, aber ein paar, ich glaube Brotherhood und Black Flag. Und Black Flag macht mir am meisten Spaß. Und was habe ich noch? Ach, wie heißt das nochmal? Beyond Two Souls, glaube ich, heißt das. Ja, ich glaube ja. Das mit dem Mädchen und dem Freund da, den sie dabei hat, diesen Geisterfreund. Sehr, sehr schön, hat mir sehr Spaß gemacht, aber ich glaube nicht, dass ich das Let's Playen darf, weil ich glaube, das ist für uns Square Innings und die machen sich ein bisschen. Ja, die sind nicht eigentlich nicht so dafür, dass man sowas macht. Da hatte ich auch schon mal, ich habe mal nachgefragt gehabt für Final Fantasy XV, also 15. Hatte ich mal nachgefragt gehabt und dann hieß gleich, nee, möchten sie nicht. Kann ich auch verstehen, Und. Ja, ist nicht böse gemeint, wenn ich mit direkt in die Kamera gucke, aber mir ist es manchmal ziemlich unangenehm, genau in so eine Linse reinzugucken. Genau da rein. Deswegen gucke ich ein bisschen rum, springe ein bisschen hin und her. Das fühlt mich so irgendwie an wie so ein Interview, nur dass mich kein Interview, sondern dass ich selbst in die Kamera rein spreche. Und das ist manchmal ein bisschen, ja, komisch. Ich wurde ja mal gefragt, ob ich hauptsächlich Xbox One mache. Ja, mache ich. Xbox One und 360, weil halt wie gesagt mit Adapter für den PlayStation 3 für die PlayStation 3 fehlt und die PS4 habe ich einfach noch nicht. Die kommen vielleicht irgendwann dazu, weil mich interessieren die Spiele wie Until Dawn und Even Horizon und da war noch irgendein Spiel gewesen, das ist auch nur für die Xbox, für die PS3 und ja. Ich hatte auch überlegt gehabt, ob ich mir irgendwann eine Kinect zulege für die One, damit ich auch mal diese Face-Dinger da oben in den Eckchen so machen kann. Weil ansonsten kann ich das ja gar nicht, außer ich bräuchte wahrscheinlich ein Programm, wo ich das dann über meinen alten Laptop aufnehme und mein Laptop, der schafft das nicht mehr. Ich habe ja noch diese Kamera hier, das ist aber eine richtige Kamera, also so eine, die man eigentlich so für Festivitäten und so, Entschuldigung, nutzt. Ja, und ansonsten habe ich ja nichts. Jo. Und ich weiß nicht, ob ich am Ava-Media sowas wie eine Kamera anschließen kann. Ich glaube aber nicht. Habe ich zumindest noch nichts davon gesehen. Und an der PlayStation 3 weiß ich es auch nicht.
Aber da kenne ich mich auch nicht so aus. Mit PlayStation 3, ich habe damals mit 2 gehabt und ich habe nur 1 gehabt. Und die 1 hatte damals einen Kabelbrand hinten gehabt. Also nicht Kabelbrand, sondern verschmort. Und da ist das halt ein bisschen schief gelaufen. Sonst hätte ich die 1 auch noch. Also ich hätte dann 1, 2, 3. Und ja, hier hinten in der Ecke, da ist die alte Xbox. Die erste. Dann habe ich hier noch die 360 und die One. Ja. Ich frage mich immer noch, wie die von 360 auf One kommen. Ich frage mich sowieso, wie sie generell auf 360 kommen. Aber egal. Ja. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, außer ich freue mich über jeden Abonnenten, den ich bekomme. Ich freue mich da wirklich tierisch wie so ein kleines Kind, so yay, ich renne immer durch die Gegend und sage, ich habe einen neuen Abonnenten, yay. Und das ist keine Übertreibung, es ist wirklich so. Ich bin vor kurzem durch die Gegend gesprungen, yay, 40, yay. Und ich glaube, bei 50 wird es dann gerade wieder so sein, yay, 50. Und bei 100 werde ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegen, weil ich 100 Abonnenten habe. Aber das wird bestimmt lustig. Ja, und wie gesagt, ich freue mich über jeden weiteren. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden Like und auch über Dislikes. Mein Gott, ich freue mich auch über jede Kritik, die ich kriegen kann. Wenn einer sagt, mein Gott, du bist so dämlich, lauf da und da lang, dann schreibe ich hin, ist zu spät, ich habe schon vorher aufgenommen, jetzt bin ich da schon vorbei. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Man freut sich über die Kritik. Ich meine, ich weiß, dass ich zum Beispiel immer noch das extreme Brummen dabei habe, das weiß ich. Aber mittlerweile, ich will mich da nicht groß rechtfertigen. Es ist einfach so, ich habe diesen... Moment. Ich mache mal kurz hier das Licht aus. Also, das hier ist mein Mikrofon. Das da. Und ich denke mal, das liegt daran, weil ich habe kein USB-Mikrofon, ich habe ein Steckermikrofon, das direkt am Ava Media angeschlossen ist. Also es ist nicht über den PC, ich tue nicht über Audacity aufnehmen oder so ein Zeugs. Ich nehme direkt vom Ava Media auf, während ich das Spiel dabei aufnehme. Und ich denke mal, dass es daher kommt, weil es halt so ein Stecker ist und kein USB ist. Und das will ich noch ändern, indem ich eine Festplatte in den Ava Media einbaue. Aber ich muss erst eine finden, die nicht zu heiß wird. Entschuldigung. Die nicht zu heiß wird. Und dann kann ich mir erst auch ein USB holen, weil im Moment alles, was ich aufnehme, geht auf einen Stick drauf, der in den USB-Slot drin ist. Und ich habe auch... Entschuldigung. Ich habe auch schon versucht gehabt, einen Mehrfachstecker für USB anzuschließen, geht nicht. Oh, was ist denn los hier? Heraus den Augen, ich sehe schon nichts. Ja, ich habe es halt wie gesagt schon versucht und sobald ich mir die Festplatte holen kann, werde ich es natürlich auch tun und dann wird es auch wahrscheinlich vom Ton her ein bisschen besser werden. Ich denke mal, wenn es statt diesen Klinkenstecker ein USB sein wird, wird es dann einfacher. Ich kann euch gerne noch mal das Gerät zeigen. Moment. Diesmal wird man keinen Fußboden von mir sehen. Also doch, ein Stückchen Fußboden. So. Jetzt scharf. Da. Das ist mein Ava Media. Das Ding da. Das hier. Und da ist der kleine USB-Stick, den ich brauche, um aufzunehmen. Also damit, da kommen dann die ganzen Spiele drauf, die werden dann auf dem PC, kommen die dann drauf und wieder, na, nicht aus. So, Kamera zurückgestellt, natürlich wieder schief gestellt, damit man alles auch sehen kann. Na, ich glaube auch. Hihi. Und auf jeden Fall, so, besser. Auf jeden Fall tue ich das alles über diesen USB-Stick aufnehmen. Ja, Kopfhörer. So. Über den USB-Stick drauf kommt das alle, kommen die ganzen Spiele und das kommt dann auf den PC. Der PC rendert das dann. Wir haben das über diesen AVI-Demux gerendert. Und bis jetzt war ich eigentlich immer ziemlich zufrieden mit dem.
Und ich weiß nicht, ob es auch vielleicht daran liegen könnte, dass der Ton schlecht ist. Und bei Outer City ist halt das Problem, das ist immer so. Ja, die Tonspur extra noch drauf malen. Ich bin da nicht so wirklich sehr gut drin und deswegen bin ich da nicht so für, dass ich das machen müsste. Da bräuchte ich, da müsste ich mich mit der Materie wieder auseinandersetzen und. Na. Ich bin da halt ehrlich drin. Ich bin halt noob. Ich bin Extremsanfänger und ich habe halt meine anfänglichen Probleme, diese Kinderschuhprobleme und das sind halt dieses Disproben vom Mikrofon. Ich weiß, dass es für viele unangenehm ist an den Ohren und es tut mir auch wirklich, wirklich leid. Aber naja, es wird sich, ich werde es definitiv versuchen zu ändern, so bald es mir auch wirklich möglich ist. Ja, und jetzt in dem Sinne würde ich sagen, man sieht sich. Man liest sich, man hört sich und vielen Dank für die 40 Abos. Yay. Ciao.